Trompete. Nur im Böhmerwald spielt man Musik so gut. Nur im Böhmerwald hat man diesen Ton. Sogar die Beatles werden blass davon. Ich habe hier einen Platz im Grünen gefunden, mitten im Böhmerwald. Und hier können wir gleich mal ein Leuchtblech ein bisschen sticheln. Im Gustavstal. Alte Papierfabrik ist das. Und das ist der Gustav. Nee, der Stanislav. Die Papierfabrik Hamri ist das. Die Fabrik Hamri wurde in den Jahren 1882 bis 1884 von Julius Otto Petzold als eine Holzschleiferei gegründet. Voraussetzung für den Bau des Betriebes war die Waldmenge in der Umgebung und die Möglichkeit der Nutzung des Gefälles des Flusses Ulava. Drei lange Kanäle brachten das Wasser in drei Turbinen, zwei Francie und eine Pelton, mit denen Strom für die Fabrik und Umgebung erzeugt wurde. Drei Schleifen und zwei Entwässerungsmaschinen erzeugten Holzstoff, nur zum Verkauf, nicht zur Weiterverarbeitung. Im Jahr 1892 wurde der Holzstoff nach Sachsen exportiert. Im Jahr 1901 ist die Fabrik in das Eigentum von Hugo Fischer übergegangen, der noch eine Papierfabrik im preußischen Schlesien hatte. 1905 wurde die Fabrik um einen Kesselraum mit einem hohen Schornstein erweitert, der ein architektonisch gelungener Bau ist. Hier beeindruckt hauptsächlich das schöne Ziegelmosaik. Ingenieur Petzold gründete am 25.09.1911 eine GmbH mit dem Namen Holzstoff- und Elektrochemische Fabrik Gustavstal. Mit einem Stammkapital von 320.000 Kronen. In den Jahren 1912 und 13 wurden die Betriebsgebäude durch Anbauen eines Lagers für Errichtungen zur Herstellung von Sauerstoff- und Kompressorenräume, Werkstätte beim Kesselraum, Erweiterung der Holzsäuberung und der Holzstoffkammer erweitert. Es wurde ebenfalls eine neue Dampfmaschine gebaut. Aber der Teppich liegt noch. Füße abtreten ordentlich. Oder Schuhe! Wegen Unwirtschaftlichkeit wurde das Sägen am 31.12.1975 beendet.
Der Waldbetrieb gab die Zustimmung zum Abbau der Trocknungsanlage, aber durch fremde tschechische Personen wurde alles, was ging, abmontiert und weggefahren. Nächster Eigentümer wurde die JZD, Landwirtschaftsgenossenschaft Janowice, aber es kam zu keinen weiteren Reparaturen. Und seitdem verfällt die Anlage. Ach, und die haben immer noch einen Generator hier laufen. Das ist ein Generator. Die Leitungen, die arbeiten sozusagen noch. Nur, dass sie jetzt den Generator hier in das kleine Häuschen gelegt haben. Ja, ich hab mir Kartoffeln geholt. Koche ich gerade eine große. Dummerweise habe ich nie dran gedacht, mir ein bisschen Quark noch zu holen. Ich wollte eigentlich mir Kartoffeln mit Quark machen. Aber ich habe mir gestern auch Wiener heute auch Wiener geholt. Da gibt es heute Wiener mit Kartoffeln. Und Senf und Ketchup. Alles in der Haut noch eine Weile. Muss ich mich derweil mit flüssigen Haaren begnügen. Das Internet ist ziemlich knapp bemessen heute. Das ist sehr langsam. Da wäre ich wohl erst morgen übersetzen können oder wenn ich wieder zu Hause bin. Moin Leute, heute ist es nicht ganz so warm. Da werde ich jetzt meinen Kocher mit hier reinnehmen, damit das hier ein bisschen angenehmer wird. Jetzt vor noch, sind 11, 12 Grad, glaube ich. Aber zum länger ohne Klamotten aufzuhalten, draußen und ich dachte, das ist frisch. Es geht eben nicht gegen eine eigene Wasserleitung beim Campen. Ja, ich werde jetzt in Ruhe frühstücken. Dann lasse ich die Drohne nochmal fliegen. Ich wollte noch ein paar Aufnahmen von der Ruine machen. So, und dann werden wir uns heute Mittag, Nachmittag. Ich frühstücke ja immer lange. Mal langsam auf den Weg machen nach Zwiesel. Zwiesel ist im Bayerischen Wald. Jetzt sind wir ja im Böhmerwald, was die Verlängerung vom Bayerischen Wald ist. Die Zwiesel ist vor allem bekannt für sein Glas und seine Schnapsbrennereien. Und ich war vor 92, 93 waren wir mal dort. Jedenfalls, Zwiesel ist bekannt für seine Schnapsbrennereien und seine Glasbläser. Und wir waren vor, mittlerweile sind es fast 30 Jahre oder so, 92, 93, irgendwann in der Drehe war ich mal da. Und dort haben wir
Hast du eine Verkostung mitgemacht in so einer Brennerei? Und bei der Verkostung habe ich Blutwurz auch gekostet und kam auf den Geschmack. Hab mir natürlich eine Flasche mitgenommen. Und irgendwann, die war dann schon lange alle, ein paar Jahre später, kam ich mit einem Kollegen ins Gespräch. Der trank sowieso immer ziemlich viel, und wenn die Fete gemacht hatten oder so, waren Alkoholiker, kannst du nicht sagen, weil auf Arbeit war er immer nüchtern. Er hat eben bloß, wenn die gefeiert haben oder sowas, da war ein Kasten Bier für eine Person wenig. Jedenfalls, der hatte immer bestellt, auch diesen Blutwurz. Kriegt er das immer im 5-Liter-Kanister geschickt und hat dann auf alle seine Bekannten und Kumpels verteilt. Der ist aber schon lange nicht mehr bei uns. Und da habe ich jetzt auch schon ewig kein Blutwurz mehr getrunken. Und naja, und weil wir jetzt hier in der Nähe sind, Böhmerwald ist ja die Verlängerung vom Bayerischen Wald, dann fahre ich gleich mal dort vorbei und hol mir eine Pulle. Ja, am besten sah die Werksruine so im Halbdunkel aus, als die Sonne noch kam. Der Mond ist ja ziemlich klein, der macht ja wenig Licht heute. Da sah es wirklich so aus, als ob da jeden Moment eine Herde Zombies rauskommt. So, jetzt haben wir ja schönen Blick über den Böhmerwald. Allerdings ziemlich neblig. Ich bin jetzt wieder aus Tschechien raus und bin jetzt auf der deutschen Seite vom Böhmerwald, dem Bayerischen Wald. Und hier haben wir das Schnapsmuseum, die Gläserndistille, und die besuchen wir jetzt mal. In Böbrach bei Bodenmais, im Herzen des Bayerischen Waldes, steht ein Schnapsmuseum, die Gläserndistille. In einer großen Halle werden in einem Dorf aus urfriesischen Häusern wertvolle historische Exponate aus der Geschichte der Schnapsherstellung gezeigt. Zu sehen gibt es unter anderem Original-, Stöß-, Bitter-Kupfer-Distille, Kräuterlabor, Bärwurzfilm, Brotzeitstübel, Schwarzbrennerhütten, Museumsladen mit Gratisverkostung. So, und hier vom Cache, das ist ein Mystery Cache. Gibt es noch zu sagen, eine anschließende Wanderung durch den Eichenhain zur Böbrachmühle hilft den Promillestand wieder merklich zu senken.
Die Böbrachmühle am Röttbach ist eine der letzten mit Wasserkraft betriebenen Sägewerke in Bayern. Wer immer noch nicht nüchtern ist, kann von hier aus weiter zur Röttbachmühle, in Klammer Regen, wandern. Dort findet ihr auch RML Röttbachmündung. In den Blutwurz trinken wir jetzt auf der Weiterfahrt. Und dann haben sie mir noch einen Stift mitgegeben, kann man immer mal gebrauchen. Und so einen Einkaufswagen-Klautsche. Ausgangspunkt des Caches ist natürlich nicht versteckt. Habe ich aber wohl nicht selber noch mal geguckt. Da ist auch keine Wand. Und jetzt laufen wir mal zur Böbrachmühle. Das ist die letzte mit Wasserkraft betriebene Mühle in Bayern. Ja, wie gesagt, Schaubrennen war heute nie. Das machen die bloß am Wochenende, wenn viel Betrieb ist. Und da von daher, ich habe Blutwurz mitgenommen und Bärwurz. Und das reicht erstmal. Also sollte eigentlich da sein am 3. Mai zuletzt trinken. Aber im August hat einer geschrieben, durch die Baumfellarbeiten ist das Fisch nicht mehr auffindbar. Sieht ziemlich wüstend aus. Also bin ich wahrscheinlich mit der Bank hier an der richtigen Stelle und muss bloß ein Pädling suchen. Ich habe jetzt vor und hinter der Bank alles abgesucht. Kein Plan. Entweder es betrifft, aber da drüben haben sie ja nicht abgeholzt. Das muss schon die Bank sein. Was hängt von mir hier? Ja, ich habe hier am Rand von Pilsen jetzt einen kleinen Parkplatz gefunden, wo ich die Nacht verbringe. Und jetzt holen wir uns hier noch einen Cache. Wir suchen nach einem sumpfischen Baumstumpf, moosischen, vermoosten Baumstumpf. Ha,
gefunden. Ich bin gerade wieder beim Bilder reinziehen. Ich habe ja heute früh was Feines gekauft. Den guten Blutwurz. Seit vielen Jahren mal wieder ein Blutwurz. Wie der österreichische Ziechner aus Zirbenschnaps, der auch sehr gut schmeckt, ist das die reinste Medizin. Eigentlich super gegen fast alles. Prost. Und 50%. Der verbrennt quasi schon sämtliche Krankheitserreger, wenn du den schon mal trinkst. Wenn du den schon nur einatmest. Mit meinem Video geht's schon wieder los. Die fängt automatisch an aufzunehmen, sobald ich starte. Ich hatte ja den kurzen Flug gemacht. Dann hatte die während dem Flug doch noch genug Satelliten gefunden und einen Homepoint gesetzt. Da der Homepoint aber dann meines Erachtens zu nah an einem Baum ran war, hatte ich ein bisschen Angst und bin nochmal zurückgeflogen. Und hab sie nochmal vorm Auto gelandet. Der zweite Start lief gut. Bin ich eine schöne Runde gefahren. Hat er hier auch 1680 kW gespeichert, aber Fehler beim Abruf. Jetzt kann ich bloß versuchen, das Ding zu reparieren. 37 mal auf der Platte. Ich habe ja am Rand von Pilsen einen kleinen See gefunden, da fahre ich ein Stückchen weg an den Parkplatz. Und jetzt holen wir uns hier noch einen Cache. Der ist so jetzt noch 130 Meter entfernt. Dumpfischen Baumsturm, hier moosischen, vermoosten Baumsturm. Gefunden.